Guten Abend und herzlich willkommen im Café Nescafé. Heute habe ich Ihnen was ganz besonders Gutes mitgebracht. Unser Bester. Einfach mit heißem Wasser begießen. Ja, das war auch unser Bester, einer unserer besten Kameraleute, der Stan. Herzlichen Dank, Stan. Ja, aber Stan schmeckt lange nicht so gut, wenn man ihn mit heißem Wasser aufgießt, wie unser Bester von Nescafé. Den es übrigens mittlerweile auch schon in Modeboutiquen geben soll. Ich lebe mein Leben ganz spontan, wenn ich kann. Ich bin so frei. Nescafé ist dabei. Da hatte ich dieses tolle Kleid in der neuen Boutique gefunden und ganz nebenbei noch eine Entdeckung gemacht. Nescafé, unser Bester. Für höchste Ansprüche. Ich finde, er passt zu mir. Ich bin so frei. Nescafé ist dabei. Und mit dabei im Café Nescafé sind heute wieder zwei Kandidatinnen in unserem Spiel 1000 Mark für ein Wort. Ich begrüße ganz herzlich im Studio Susanne Müller und Judith Kohlmann. Herzlich willkommen im Café Nescafé. Hallo. Darf ich euch gleich mal versorgen mit einer Tasse Kaffee? Das ist übrigens unser Bester von Nescafé. Und den sollten wir jetzt auch mal würdig begehen. Und zwar gibt es nämlich den professionellen Kaffeeschmecker-Test. Der funktioniert so. Ich darf kurz vormachen. Okay. Mach das mal so. Ganz richtig so laut schlürfen. Das ist ganz wichtig. Dann schmeckt der Kaffee nämlich richtig. Also ich würde sagen, wundervolles Aroma. Was sagt ihr? Toll. Ganz toll, doch. Wunderbar. Susanne, woher kommst du? Ich komme aus Ilzheim. Bei Mainz. Und du, Judith? Ich komme aus Bretzenheim, das liegt auch bei Mainz. Also seid ihr zwei Mainzer? Ja. So ungefähr. Und was macht ihr? Arbeitet ihr oder? Ja, ich bin Jurastudentin. Und jobbst du nebenbei? Nein, also noch nicht. In Semesterferien werde ich dann immer nebenbei arbeiten, um Geld zu verdienen. Das ist ganz gut. Na, vielleicht klappt es ja heute schon damit. Hier ist ja nun immerhin eigentlich auch für eine von euch beiden vorgesehen. Und du, Susanne? Ja, ich bin auch Jurastudentin. Oh Gott, habe ich meinen Anwalt irgendwo dabei? Ja. Zwei Jurastudentinnen. Ja, so zwischendurch arbeite ich im Moment auch noch nicht so viel, aber das wird wohl noch kommen, so im Laufe des Studiums. Okay, da würde ich sagen, packen wir es, wie man auf Mainzerisch sagt. Ihr kennt die Spielregeln. Es geht heute um ein Wort mit 5 Buchstaben. Und dieses Wort hat sehr viel mit unser Bester von Nescafé zu tun, okay? Also, hinter diesen Tafeln verbirgt sich ein Wort mit 5 Buchstaben. Ihr sagt mir, welche Tafel ich umdrehen soll. Das tue ich dann und dann habt ihr 4 Sekunden Zeit zu raten. Und dann ist die nächste dran. Okay? Susanne, dann fängst du an, okay? Ich hätte gern die B1, bitte. B1? Ah, du gehst ja gleich richtig ran. B2, bitte. B2? Ro! Oh Gott! Das geht aber schnell heute. A3, bitte. A3, A3, 4, ein M. Hoho, ihr seid ja wirklich... Aroma? Wow, ich glaube, ich spinne. Wird immer schneller. Gucken wir mal kurz nach, ob es auch stimmt. Ein A haben wir hier und überall hier ist noch unser Bester. Und was haben wir da? Aroma. Klasse. Super. Herzlichen Glückwunsch, Susanne. Wahnsinn. Toll. Dieses Scheinchen hier ist für dich. 1000 deutsche Mark. Wunderbar. Toll, danke. Toll, super. Darf ich auch gratulieren? Vielen Dank. Was machst du mit dem Geld? Urlaub, weiß ich noch nicht. Muss ich mal abwarten. Wo fährst du denn hin, oder? So geplant ist im Moment Österreich. Also das sind 7000 österreichische Schilling, wenn ich richtig informiert bin, so nach den neuesten Umtauschkursen. Ganz toll. In Österreich gibt es den Kaffee eigentlich auch ganz gut, aber du kannst ja trotzdem mal noch ein Gläschen mitnehmen, für alle Fälle, falls die Kaffeeläden gerade zu Vielen sind Dank. Oder sowas. Sehr dann gerne. Gebe ich dir den. Danke. Ja, Judith, du strahlst trotzdem. Das finde ich schön. Ja, schade, aber... Ich weiß auch, warum du strahlst. Du freust dich nämlich auf die 6 Packungen unser Bester von Nescafé, die wir dir so schenken, als Trostpreis. Ja, danke. Und dazu noch unsere Original-Thermoskanne von Café Nescafé. Schön, ja, okay? Danke. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen bei euch. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie auch mitmachen wollen bei uns im Café Nescafé und vielleicht auch mal ebenso im Vorbeigehen in ein paar Sekunden 1000 Mark mitnehmen wollen, dann sollten Sie uns schreiben. Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihr Alter und Ihre Telefonnummer an eine Postkarte und das dann an folgende Adresse. Café Nescafé, 6000 Frankfurt 100. Café Nescafé, 6000 Frankfurt 100. Und wer weiß, vielleicht kann ich Sie dann am 30. April in der nächsten Sendung Café Nescafé hier begrüßen. Vielleicht sind Sie dann der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin, wenn es wieder heißt 1000 Mark für ein Wort. Bis dahin, tschüss und genießen Sie Ihren unser Bester. Tschüss.